Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt hören wir einen Vortrag von Frank Zschreile zu Lizenzinkompatibilitäten. Viel Spaß beim Vortrag. Bei Fragen bitte über die QR-Codes gehen, damit wir die sammeln können. Danke. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es geht mal wieder um Lizenzinkompatibilitäten und nur ganz am Rande um die hochwertigen Datensätze, aber die sind quasi der Auslöser für die ganze Geschichte, warum wir uns wieder mal mit Lizenzinkompatibilitäten auseinandersetzen müssen. Also, ich werde am ersten Mal noch ein bisschen erzählen, wie es bis hierher gekommen ist. Und dann machen wir so ein bisschen Lizenzprüfung für Anfänger und gucken uns mal so ein bisschen an, wie das funktioniert und auf was für Problemchen man dann stößt. Und ich selber habe mir lange mit der Thematik schwer getan. Die CC BY ist mir auch nicht so vertraut, wie es die ODBL ist. Und ich bin am Ende doch zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Aber ich spoilere nicht zu viel. So. Wie ist es dazu gekommen? Woran merkt man, dass man schon lange auf der Foscis-Konferenz vorträgt? Man kann sehr viele Sui-Zitate machen. Ne? Also ich habe hier jetzt 5-mal mich selbst zitieren können, wo ich überall schon über Dinge geredet habe, die im Vorfeld stattgefunden haben. Ja? Also OpenStreetMap hat damals 2010 von der CC BY ShareAlike 2.0 gesagt, die taugt nichts für Datenbanken, was wir da machen. Wir wechseln zur Open Database License. Die hat man also gewählt in einer Zeit, als es wenig Open Data gab und hat sich an der GPL so ein bisschen orientiert und hat gesagt, wichtig ist, dass niemand unsere Daten reproduzieren kann und Paradigma ist, wir beschaffen die Daten selbst, wenn sie uns niemand gibt. Das war der Fokus, den die ODBL bis heute hat. Dann nahm aber so langsam Open Data, insbesondere Open Government Data, die Fahrt auf. Der europäische Gesetzgeber hat mit der PSI-Richtlinie seine Mitgliedstaaten immer weiter angestupst. So sind wir also in der Gegenwart quasi angekommen. Vor 2 Jahren Vortrag zu ODBL und Datenlizenz Deutschland. Dann hat der europäische Gesetzgeber die PSI-Richtlinie weiter konkretisiert. Habe ich auch einen Vortrag zugehalten und hat gesagt, ja, ihr könnt eine freie Lizenz wählen für hochwertige Datensätze, Klammer auf, viele Geodaten fallen da auch drunter. Aber falls ihr nicht wisst, was ihr nehmt, nehmt die CC BY 4.0. So, und damit stellt sich das, was ich vor 2 Jahren mit der Datenlizenz Deutschland geprüft habe, ist die zu der ODBL kompatibel, also erneut und hochaktuell zur CC BY 4.0. So sah das letztes Jahr aus in Deutschland. 2 Bundesländer setzen auf die Creative Commons Lizenz. Die restlichen Bundesländer setzen noch auf die Datenlizenz Deutschland 2.0. Namensnennung, was man schon mal hat, das nimmt man weiter. Muss man sich keine Gedanken mehr machen. Aber vielleicht jetzt doch. Ich habe hier vorhin gerade gehört, dass es darüber nachgedacht, dass ein Bundesministerium eine Empfehlung rausgibt, die weg von der Datenlizenz Deutschland gehen könnte. Mal schauen, dann wird dieser Vortrag also sehr wichtig werden, weil dann ist, aber schauen wir mal. So, und dann sind wir schon mitten im Thema. Wenn man 2 Lizenzen hat, man hat eine Lizenz von Daten, die man importieren möchte und man hat eine Lizenz, wo die Daten hin sollen, eine Datenbank. Dann muss man gucken, welche Regeln stellt die Quelllizenz auf und welche Regeln hat die Ziellizenz. Das ist also so ähnlich, wie wenn Entwickler ein Diff-File von einem Programm bilden, bloß dass wir in der Juristerei eben nicht
auf der Syntaxebene arbeiten, sondern das Ganze semantisch vergleichen. Ne? Was ist der Inhalt dieser Regelung? Und versuchen die dann also zueinander zu setzen. Und dann sind drei Ergebnisse möglich. Man stellt fest, die Regelung 1 hat das gleiche Thema wie die Regelung A. Und siehe da, die sind auch von der Bedeutung und vom Regelungsziel identisch. Super, diese Regelung ist kompatibel. Dann kann man, sind Regeln vorstellbar, wo man guckt, oh, was sagt die Quelllizenz, was sagt die Ziellizenz zu dem bestimmten Thema, und man stellt fest, könnte passen, aber ich weiß es nicht. Ne? Die Juristen haben ja dann so ihren Auslegungskanon, Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck. Und wenn man bei den drei Prüfungspunkten jeweils zu einem anderen Ergebnis kommt, dann weiß man nicht so richtig. Und als drittes Ergebnis ist natürlich denkbar, wenn man die Regelung aus der Quelllizenz nimmt und die Regelung aus der Ziellizenz, hält sie nebeneinander, beide behandeln das gleiche Thema und sagt, das passt nie und nimmer zusammen. Und wenn man nur einen so einen Fall hat, wo man sagt, das kriegen wir nie und nimmer zusammen, Lizenzinkompatibilität, dann ist die ganze Lizenz tot. Dann geht das nicht, der Import. Ne? Ein einziger Fall zu einer einzigen Klausel mit einer Inkompatibilität reicht, um die ganze Lizenz quasi auszuschließen für einen Datenimport. So, gucken wir uns das mal an einem praktischen Beispiel an. CC BY, Namensnennung. Da steht im Lizenztext, die Namensnennung ist in angemessener Art und Weise vorzunehmen, so wie es der Lizenzgeber verlangt. Und dann sagt sie noch, basierend auf dem Medium, den Mitteln und dem Kontext ist man da flexibel. Also man muss es quasi an die Namensnennung an das Medium, die Mittel und den Kontext anpassen. Es muss also nicht überall gleich sein. Ist eine schöne Formulierung, hat man also gewisse Flexibilität in der Handhabung, wie die Namensnennung erfolgen muss. Aber sie muss erfolgen. So, und dann haben wir die ODBL, die sagt, oder vielleicht noch zur CC BY, das ist ja eine Lizenz, die aus dem Bereich kommt, wo kreative Werke geschützt werden sollen und hat erst mit der Version 4.0 überhaupt Datenbanken in den Regelungsbereich aufgenommen. Jetzt haben wir unsere ODBL. Die ODBL nimmt nicht den einzelnen Werkschaffenden in den Fokus, sondern schon die ganze Datenbank mit einer Sammlung von Sachdaten. Das ist so das Paradigma von der ODBL. Wir haben eine Datenbank, wo ein Haufen Sachdaten, Klammer auf, zum Beispiel Geodaten von OpenStreetMap drin liegen. Und dann macht die ODBL auch noch eine Sonderlocke, nämlich die sagt, wir differenzieren zwischen Datenbank und daraus hergestellten Produkten. Ja? Also bei der Namensnennung behandelt die ODBL die Datenbank anders als die Karte, die daraus erstellt wird. Wir merken schon, jetzt wird es so langsam komisch, weil diese Unterscheidung trifft die CC BY zum Beispiel nicht. Und wir haben auch eine entsprechende Empfehlung der OSMF, wenn es um die OpenStreetMap-Datenbank geht, dass da irgendwie, ne, Kartendaten aus der Datenbank OpenStreetMap and Contributors. Das ist die empfohlene Attribution von OpenStreetMap. So, hier habe ich nochmal den, nee, dann stellt sich jetzt also die Frage, wie kriegen wir das zusammen? Die CC BY orientiert sich eigentlich am einzelnen Werkschaffenden und die ODBL an der Datenbank bei der Namensnennung. Aber auch die CC BY stellt ja Datenbanken unter Schutz und deswegen haben wir da, wenn es um Sachdatenbanken, also Datenbanken mit Sachinformationen geht, in der Regel geht es da auch nicht um die Informationen an den einzelnen enthaltenen Daten, sondern eben auch um den Namen der Datenbank. Das macht es jetzt wieder einfacher. So. Aber wenn wir CC BY Datenbank nach OpenStreetMap importieren wollen, verlangt OpenStreetMap, am Ende muss da drauf OpenStreetMap Contributors stehen. Was machen wir nun
Wenn aber die Sisi bei sagt, nee, da muss stehen Daten von X. Und da braucht man dann eine Klarstellung, in der man am Anfang nochmal so kurz erklärt, was die CC BY kann oder fordert und dann erklärt, was kann OpenStreetMap. Und OpenStreetMap kann also am Ende nicht auf der Karte draufschreiben, Daten von X und OpenStreetMap, weil wenn man viele Daten nach OpenStreetMap importiert, sieht man dann irgendwann die Karte vor lauter Namensangaben nicht mehr. Also muss man nach Lösungen suchen und vielleicht wisst ihr, wenn man Daten in die OpenStreetMap-Datenbank importiert, dann muss man da Changeset-Kommentare abgeben und genau, das wäre also die erste Möglichkeit, die man hat, um der Namensnennung irgendwie gerecht zu werden, dass man sagt, hinterlasst den Namen der Import-Datenbank im Changeset, kann sie immer noch jeder sehen. Oder es gibt auch Seiten bei OpenStreetMap, wo man eben sagen kann, das sind unsere Unterstützer und dann kann man dort auch hinschreiben, Daten in OpenStreetMap, der und der Datensatz wurde unter der und der Namensnennung OpenStreetMap bereitgestellt. Vielen Dank. So, ne, wir haben die Flexibilität irgendwie dem Medium und den Mitteln angemessen. Aber ob das jetzt wirklich zusammenpasst, ist eben unsicher. Wir sind eindeutig bei dem gelben Fragezeichen. Und deswegen brauchen wir ein Lizenzaddendum für die CC BY bei der Namensnennung, wo sich der Inhaber der Datenbank, die unter CC BY steht, quasi mit einer dieser Verfahrensweisen einverstanden erklärt, dass er als Importeur, als Inhaber der Ursprungsdatenbank mit der Namensnennung entweder im Changeset oder auf einer entsprechenden Seite von OpenStreetMap beim OpenStreetMap-Projekt einverstanden ist. Damit sind dann die Unklarheiten beseitigt, wenn diese Erklärung abgegeben wird und aus dem gelben Fragezeichen wird ein grünes Okay. Gibt er die Erklärung nicht ab, bleibt es bei dem gelben Fragezeichen und dann sagt also, muss OpenStreetMap auch sagen, weil wir sind vorsichtig bei diesen Sachen, dann geht halt der Import nicht. Ne? Also das ist halt so. Ohne dieses Addendum wird es schwierig, erste Botschaft bei der Namensnennung. So, das war aber bloß die Hälfte der Miete bei unserer DIF-Prüfung. Es gibt noch weitere Fälle. Es gibt auch Fälle, da haben wir in der Quelllizenz eine Regelung und wir lesen uns die ganze Ziellizenz gründlich durch und sagen, da finden wir keine Regelung. Was machen wir jetzt? Oder ein weiterer Fall, wir haben in der Quelllizenz keine Regelung, aber die Ziellizenz trifft eine Regelung. Wie verhält sich das bei der Lizenzkompatibilität? Immer wenn wir eine Regelung haben, die die Ausgangslizenz verlangt, die Ziellizenz sie aber nicht umsetzen kann, weil sie dazu keine Regelung trifft, sind wir immer in einer Lizenzinkompatibilität. Weil sonst müssten wir die Ziellizenz ändern. Wir müssten dort die neue Klausel, die zwingend vorhanden sein muss nach dem Willen der Quelllizenz, dort reinschreiben. Dann würden wir also den Ziellizenztext verändern. Das wollen wir nicht, dürfen wir unter Umständen auch nicht. Ne, das andere mit dem Addendum ist was anderes. Da stellen wir bloß klar, dass dann hinterher niemand überrascht ist und sagt, oh, davon habe ich nichts gewusst. Sagen wir, doch, doch, wir haben über diese Unklarheit gesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, wie wir diese Klausel verstehen. Das ist was anderes, als wenn man eine neue Klausel in die Lizenz hinzufügt. Also, dieser Fall darf nie vorkommen, sonst haben wir auch in diesem Fall eine Lizenz. Inkompatibilität. Und dann gibt es den Fall, wo die Quelllizenz keine Regelung vorsieht, aber die Ziellizenz eine Regelung vorsieht. Und da haben wir wieder den ganzen breiten Kanon an juristischen Möglichkeiten, der von ja geht bis kommt drauf an, bis zu geht überhaupt nicht reicht. Und das wäre zum Beispiel das Digital Rights Management.
Mit der Regelung habe ich mir in der CC BY sehr schwer getan, weil, habe gesagt, auf was um Himmels Willen bezieht sich das Digital Rights Management in der CC BY? Das macht doch im Zusammenhang mit einer Namensnennung überhaupt keinen Sinn. Wie will man mit technischen Mitteln die Namensnennung unterbinden und verhindern? Aber Denkfehler von mir, das Verbot des Digital Rights Management hängt mit den Grundgewährleistungen offener und freier Lizenzen zusammen. In freien und offenen Lizenzen steht immer drin, man darf mit den Daten sie kopieren, also vervielfältigen, weitergeben und bearbeiten. Das sind die drei Grundfreiheiten. Und die bieten sich natürlich an, zwar zu sagen, ja, das dürft ihr rein rechtlich, es aber auf technischer Ebene zu unterbinden. Und das will die Lizenz verhindern und deswegen verbietet sie das Digital Rights Management. Und das ist sie bei. Weil, ne, also wie gesagt, dieses Missbrauchspotenzial, das dann irgendein Homo economicus um die Ecke kommt, ja, rechtlich machen wir das, aber wir machen dann technische Hürden und hahaha, ne? Geht nicht. Lizenzverletzung. Tja, und was sagt jetzt uns, hier ist nochmal die CC BY. Also wir haben da die entsprechende Regelung. Es sei ferner klargestellt, dass diese im Abschnitt 4 ihre Verpflichtung aus der vorliegenden Lizenz nur ergänzen und nicht ersetzen, soweit die lizenzierten Rechte und anderen Urheberrechte oder ähnliche Rechte enthalten. So, und jetzt ist es richtig spannend geworden. Wir haben in der CC BY das Verbot von Digital Rights Management. Und in der CC BY geht es ja zunächst erstmal um Urheberrechte. Dann liest man weiter, kommt zum Abschnitt 4, Überschrift, Datenbank Herstellerrecht, Recht sui generis. Und da steht drin, für Datenbanken gilt die Grundfreiheiten, vervielfältigen, bearbeiten, weitergeben. Und es gilt die Pflicht zur Namensnennung. Und dann steht da noch, der Rest der CC BY gilt nur, soweit Urheberrechte oder ähnliche Rechte betroffen sind. Also gerade nicht Datenbankrechte. So, und jetzt können die Juristen in die Ecke kommen und sagen, also wenn dieser Abschnitt 4 ausdrücklich regelt, welche Regeln aus der ganzen CC BY für eine Datenbank gelten, könnte man zu dem Schluss kommen, die Klausel fürs Digital Rights Management gilt auf Datenbankebene nicht. Und ich muss mich sputen. So, also die Klausel ist interpretationsfähig. Die beste Lösung ist natürlich, dass jetzt ich noch ein paar Juristen finde, die auch sagen, hey, das, was du sagst, Falk, dass dieser Abschnitt 4 eine Sonderregelung ist und fürs Digital Rights Management überhaupt nicht gilt, das sehen wir auch so, dann sind wir alle Probleme los. Ansonsten brauchen wir wieder eine Klarstellung, weil die ODBL verbietet zwar auch das Digital Rights Management, aber es erlaubt es auch gleichzeitig, wenn parallel zu einer mit digitalem Rechtemanagement versehenen Datenbank auch eine freie Datenbank zur Verfügung steht. Das hat man einfach bloß ich habe auch erst gedacht, was soll das? Erst verbietet man es, dann erlaubt man es, wenn gleichzeitig eine freie Lizenz. Aber das war einfach, um digitale Vertriebswege offen zu halten, die sonst von vornherein versperrt wären. Also man wollte einfach eine maximale Flexibilität haben. Und wir haben eben bei der ODBL auch noch die Besonderheit, dass wir wieder zwischen Datenprodukt und Datenbank trennen. Also auf Datenbankebene kein digitales Rechtemanagement, aber parallele Distribution zwischen einer mit Rechtemanagement versehenen Datenbank und einer frei verfügbaren. Und beim Datenprodukt darf man Rechte draufpacken, auch mit entsprechendem Rechtemanagement. Also, falls jetzt Juristen, man kennt das ja, zwei Juristen, drei Meinungen, vielleicht doch sagen, das mit dem Digital Rights Management, da sind wir uns nicht so ganz sicher, bräuchte man auch dazu eine klarstellende Regelung, wie die Regel der ODBL zu verstehen ist. Im Prinzip regelt die nichts anderes als die CC BY,
Plus eben, dass es noch ein paar Zusatzergänzungen gibt, eben mit dieser parallelen Distribution. Aber der Kerngedanke, dass diese Grundfreiheiten erhalten bleiben, dass also die Daten frei bleiben, ist ja gewährleistet, weil immer mit der mit Digital Rights Management versehenen Datenbank auch eine identische, frei verfügbare Datenbank bei der ODBL bestehen muss. So, und damit ist das also zwar meiner Meinung nach kompatibel, bedarf aber gegebenenfalls einer Klarstellung, es sei denn, wir kommen letztendlich zu dem Ergebnis, dass diese Klausel mit dem Digital Rights Management überhaupt nicht für Datenbanken gilt, von der CC BY aus. Gut, damit bin ich am Ende. Was ich sagen wollte, ist also die Herstellung der Kompatibilität bei der Namensnennung zwischen CC BY und ODBL. Da empfiehlt sich eine Klarstellung. Beim digitalen Rechtemanagement, das war eben die überraschende Erkenntnis, bin ich der Meinung, da brauchen wir keine Regelung, weil sich die Regel in der CC BY überhaupt nicht auf Datenbank, auf das digitale Rechtemanagement bei Datenbanken bezieht. Aber falls sich die Juristen da uneinig sind, könnte man auch da eine erläuternde Erklärung zu abgeben, weil im Prinzip sind die Lizenzen auch in diesem Bereich auf der semantischen Ebene vom Regelungsgehalt identisch. Gut, das war also das Ergebnis meines Vortrags. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Einen interessanten Vortrag. Bisher gibt es eine Frage, also gerne noch welche stellen. Wie sieht das mit dem Addendum in der Praxis für Software- bzw. Datenbankprojekte aus? Muss, darf das Bestandteil des Lizenzdokumentes sein und eine Überschrift Addendum reicht aus? Oder wie ist der Prozess, das Format sowas einzusetzen? Genau, es muss im Zusammenhang mit dem Datensatz der richtigen Lizenz muss auch das Addendum verknüpft sein. Da ist man dann wieder flexibel nach Art und Kontext. Ja, also es muss im Zusammenhang mit dem Datensatz, damit auch immer klar ist, dass es sind die Daten, um die es geht, unter dieser Lizenz stehen sie. Wir verstehen die Klauseln in der Lizenz in der und der Weise. So, deswegen muss das Addendum immer mit der Lizenz und mit dem Datensatz ausgeliefert werden. Gibt es da noch Fragen im Raum? Vielen Dank für den Vortrag. Du hattest am Anfang erwähnt, die Datenlizenz Deutschland, dass die ja vielleicht bald abgelöst wird oder eben geringer verwendet wird. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, was da so die Probleme sind und ja, ob dann auch vielleicht Datensätze, die bisher unter der Datenlizenz Deutschland veröffentlicht wurden, dann auch eine neue Lizenz bekommen können. Geht wahrscheinlich nicht, aber wie da das vielleicht aussehen könnte in Zukunft. Das ist schön, dass die Aufzeichnungen da alle aufbewahrt werden. Also ich verweise zunächst auf meinen Vortrag von vor 2 Jahren. Im Übrigen ist da auch der Knackpunkt die Namensnennung, weil die Datenlizenz Deutschland sagt genau, wie der Name zu erfolgen hat, aber nicht schweigt sich sehr dazu aus, wo. Und da wir eben genau die analoge Problematik haben, wie es die ODBL handhabt, ist auch da quasi eine Klarstellung erforderlich. Aber bei der Datenlizenz Deutschland halt nur zur Namensnennung. Da ist kein, da reden wir überhaupt nicht über digitales Rechtemanagement oder so. Die Datenlizenz Deutschland 2.0 ist ja sehr kurz gehalten. Noch eine Frage im Raum? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank. Ja, sehr gerne.